Unser Lichtbogen ist eine elektrische Gasentladung, also im Prinzip ein Gas, das so heiß geworden ist, dass darin jetzt erstens freie Ladungsträger existieren und zweitens diese Ladungsträger einer gerichteten Bewegung unterliegen. Also im Prinzip ist es ein Strom, das durch ein Gas fließt. Es gibt verschiedene Ursachen, wie ein Lichtbogen entsteht. Ein Lichtbogen entsteht entweder dadurch, dass eine Gasstrecke mit einer zu hohen Spannung beaufschlagt wird. Das kennen wir beim Gewitter. Das ist ein Blitz, nichts anderes, ein Lichtbogen. Oder er entsteht durch Kontaktöffnung, das heißt beim Schalten in Schaltgeräten wie dem Lichtschalter. Und auch da entsteht dann in Folge daraus ein Lichtbogen. Wenn man einen Stromkreis trennt, dann ist in diesem Stromkreis eigentlich immer noch Energie gespeichert. Und die muss irgendwo hin. Deswegen ist ein Lichtbogen beim Schalten von Strömen ein notwendiges Element. Weil durch das Entstehen des Lichtbogens wird die gespeicherte Energie im Stromkreis in Wärme umgesetzt. Man braucht ihn im Prinzip. Sonst entstehen Überspannungen, die vielleicht die Isolierung des Stromkreises so nicht mehr tragen kann. Ja, Lichtbögen haben die Eigenschaft, dass sie eine hohe Temperatur von etwa zwischen 10 und 20.000 Kelvin im Niederstrombereich in ihrem Innern haben. Und alles, was mit einer so starken Wärme einhergeht, ist letztendlich auch eine Gefahr für die Umgebung, sprich für irgendwelche Menschen, aber auch für Teile, die in der Umgebung sind. Dann ist er natürlich auch sehr hell. Das heißt, der Mensch sollte nicht direkt reingucken. Das kennt man beim Schweißen. Die tragen eine Schweißerbrille, damit man sich die Augen nicht verblitzt. Das sind so die zwei wesentlichen Gefahren des Lichtbogens. Angefangen von den kleinen Schaltern im Haushalt, sprich Lichtschalter oder der Schalter an der Kaffeemaschine. Dort entsteht ein Lichtbogen jedes Mal, wenn ich den Stromkreis ausschalte. Aber auch bei Beleuchtungen, so zum Beispiel beim Beamer oder der Xenon-Scheinwerfer im Auto. Auch das sind Lichtbogenlampen. Oder auch die althergebrachten Straßenlaternen, das sind auch Lichtbogenlampen. Etwas weiter hergeholt sind dann spezielle Anwendungen wie das Lichtbogenschweißen oder das Schmelzen von Schrott mithilfe von Lichtbögen. Auch dort braucht man Lichtbögen, aber dann eben zu Erwärmungszwecken.